Mit diesem Kurzfilm, der in den römischen Thermen von Weißenburg aufgenommen wurde, möchte Luftbilder HD demonstrieren, wie perfekt sich die Kameradrohne für den Einsatz in der Produktion von Dokumentationen und Dokumentarfilmen eignet. Es werden Bildsequenzen gemischt, die die Drohne selbst im Einsatz zeigen, als auch natürlich das Filmmaterial, welches von der Kamera an der Drohne aufgezeichnet wird. Die römischen Thermen von Weißenburg, auch große Thermen genannt, zählen zu den bemerkenswertesten Relikten des römischen Kastells und Vicus Biriciana zur Sicherung der Nordgrenze der Provinz Raetia, obergermanisch-rätischer Limes. Diese Thermen an der Peripherie der heutigen Stadt Weißenburg in Bayern zählen zu den wenigen, die auf germanischem Boden erhalten sind. Sie sind eine der größten freigelegten und zeltartig überdachten Thermenanlagen in Süddeutschland. Als im Frühjahr 1977 unweit des großen Römer Kastells Biriciana die Erdaushubarbeiten für den Bau einer Reihenhäuserzeile einsetzten, stieß man schon bald auf die massiven Grundmauern einer großen Bädeanlage. Die sogleich nach der Entdeckung der Thermen eingeleitete Sicherungsgrabung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege dauerte von Frühjahr bis Herbst 1977 und führte zur vollständigen Freilegung des Gebäudes. Der ausgezeichnete Erhaltungszustand der Architekturreste, von denen sich Fundamente und aufgehendes Mauerwerk bis zu einer Höhe von 2,5 Meter erhalten haben, bewog die zuständigen Stellen, den außergewöhnlichen Befund als bedeutendes Archäologiedenkmal für die Nachwelt zu erhalten. In den Thermen der griechisch-römischen Welt muss man eine Art universellen Versammlungsort sehen, an dem das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden werden konnte. So kamen bei Erholung, Sport und Spiel auch die leiblichen Genüsse wie Essen und Trinken nicht zu kurz. Und ohne Zweifel war dieser gesellschaftliche Mittelpunkt ein ebenso geeigneter Ort für den Austausch von Nachrichten und Meinungen. Bei den Weißenburger Thermen handelt es sich allem Anschein nach um ein vom Militär gebautes Zivilbad. Vom Führungssteg aus kann der Besucher bei seinem Rundgang alle Räumlichkeiten der Therme überblicken. Teile des früheren Gymnastikhofes mit Säulengang sind ebenso sichtbar wie die Reste einer späteren Sporthalle. Die beheizbaren Räume geben sich durch die sogenannte Hypokaustenheizung zu erkennen. Bei den Ausgrabungen kamen auch zahlreiche Funde, zum Beispiel Schmuckgegenstände, Haarnadeln, kosmetische Geräte, Scherben von Ton- und Glasgefäßen, Spielsteine, Münzen und so weiter, ans Tageslicht. Dies alles beleuchtet eindrucksvoll das Leben und Treiben in dieser charakteristischen Stätte römischer Kultur am Limes in Raetien. Diese Funde sind im Römermuseum Weißenburg ausgestellt.